Unkraut jäten, Pflanzen gießen und natürlich im Idealfall ernten. Boah! Was ist das denn? Ein großer! Rund 4 Millionen Kleingärtner gibt es in Deutschland. Alle organisiert im Bundesverband Deutscher Gartenfreunde, der aus 15.200 Kleingärtnervereinen besteht. Was treibt Menschen dazu, sich an Regeln zu halten, die im Bundeskleingartengesetz geregelt sind? Denn sonst kommen sie, die Wächter des Kleingartens. Immer schön gießen, ne? Wie schnell landet man aus der Kleingartenidylle in der Kleingartenhölle? Alles Spieße oder alles Kult? Wir sind im Garten von Christian und seiner Frau Domenica. Haben wir noch ein bisschen Kompost irgendwo? Seit 3 Jahren kümmern sich der Einzelhandelskaufmann und seine Frau um das Grundstück in der Kleingartenanlage am Beckramsberg in Bottrop. Hier hast du den nächsten Sack. Brauchst du noch mehr? Ja, dann passen noch locker 2 Säcke rein. Man kann es jetzt nicht wirklich als Arbeit bezeichnen. Ist schon eine entspannte Arbeit. Lässt einen so runterkommen. Genau die richtige Einstellung. Gartenarbeit soll laut Kleingartengesetz der Erholung dienen. Mindestens 1/3 der Fläche muss für den Anbau von Obst und Gemüse genutzt werden. Wer nur chillen will, ist im Kleingarten falsch. Man ist mit dem Unkraut ständig hinterher, damit es auch schön aussieht. Also damit auch keiner meckert, damit die sagen, der Vorstand, das ist aber hier kein schöner, verwilderter Garten, da müsst ihr jetzt mal ran. Seit Pandemiebeginn wollen immer mehr junge Familien einen eigenen Garten. Hier in der Anlage ist der Altersschnitt von 70 auf 50 Jahre gesunken. Aussuchen kann man sich seine Nachbarn aber nicht. Magst du mich, Christian? Ja. Ich hoffe, du hast den Grill gleich an. Ja, du wolltest den nur anmachen. Ich mag Christians seriöse Art. Er ist nicht seriös. Das ist ein Spaßvogel, mit dem kann man gut zusammenarbeiten. Er gibt mir super Tipps. Also macht Spaß mit ihm. Haben uns hier im Garten kennengelernt und haben schon direkt gemerkt, der Junge braucht ein paar Tipps. Ja, muss man zugeben. Also ich war am Anfang ein bisschen überfordert hier. Hier war Urwald. Also wirklich Urwald. Wir mussten auch mit dem Bagger hier ankommen, alles rausreißen. Chris ist junger Familienvater. Den Garten hat der Informatiker vor allem für seine kleine Tochter gewollt. Wir haben zwar einen großen Balkon zu Hause, aber es ist halt nicht das Gleiche, ne? 300 Euro kostet die junge Familie der Garten inklusive der Nebenkosten etwa im Jahr. Für die Tochter ist jetzt also gesorgt. Also Trampolin, hier die Rutsche, Schaukel, alles da. Natürlich müssen wir hier auch noch ein bisschen was anbauen, das gehört dazu. Genau das ist die oberste Regel für einen Kleingärtner. 1/3 muss mit Obst und Gemüse bepflanzt werden. Maximal 1/3 mit Zierpflanzen und Rasen. Das letzte Drittel ist für die Laube, Terrasse, Spielgeräte und andere gestalterische Elemente. Ich sag mal so, man bekommt da schon noch mal so ein bisschen den Nachdruck zu spüren, dass man das auch anständig macht. Aber die wissen ja auch, dass wir hier einen Urwald übernommen haben. Das ist nicht so mal eben. Was sein darf und was nicht, überwacht der Vorstand des Kleingartenvereins. Die Abmahnung habt ihr geschrieben. Genau. Die Wertermittlung ist auch drin. Richtig, genau. Und hier sieht es nicht nur so aus wie in einer Amtsstube. Hier geht es auch ähnlich ernst zu. Es gibt ja ein Bundeskleingartengesetz und eine Satzung. Und da müssen wir uns alle so ein bisschen dran halten. Also wir sind jetzt dadurch, dass wir ja auch noch ziemlich jung sind, immer ein bisschen kooperativ mit unseren Mitgliedern. Und bei uns darf man zum Beispiel mit dem Pool dann bis 1000 Liter haben. Vorstand Lothar Krämer ist ehemaliger Bergmann und seit 4 Jahren als Vorstand aktiv. Drum gerissen hat sich der 56-Jährige allerdings nicht. Eigentlich will er niemand werden. Also wer nicht schnell genug auf den Boden guckt bei der Hauptversammlung, der ist dann Vorsitzender oder Stellvertreter. Die Chance, heutzutage einen Garten zu ergattern, ist nicht so gering. Denn das Hauptbusiness des Vorstands sind Abmahnungen. Also ich sag mal, oft ist es natürlich der Zustand des Gartens, weswegen die Leute angeschrieben werden, abgemahnt werden, gegebenenfalls gekündigt, wenn sich nichts tun sollte. Wie in dem Beispiel, das dem Team um die zweite Vorsitzende Mascha Mauermann heute vorliegt. Ja, der gute Mann hat ja, uns Müll hinterlassen, hat nicht, seine Pacht nicht bezahlt, hat sich nicht an die Regeln gehalten, ja, hat alles verkommen lassen. Und was genau in der Kleingartenanlage schon als verkommen gilt, das schauen wir uns gemeinsam an. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dann irgendwelche Bäume rausreißen und alles so liegen lassen.
kann der Vorstand dann machen, sozusagen. Man muss also am besten handwerklich begabt sein, wenn man einen Kleingarten pachtet. Das ist richtig. Und die Probleme sind eben heute bei uns, dass früher, wenn jemand den Kleingarten genommen hat, der das auch handwerklich konnte. Und heute haben wir leider nur Callcenter Agent oder irgendwelche Bürotätigkeiten, die halt im Büro arbeiten und sich damit nicht auskennen. Ob Informatiker Chris von der Sehnsucht des Vorstandes schon gehört hat? Ich habe gar keine Ahnung. Ich mache einfach. Wie gesagt, kaputt machen kannst du hier nicht viel. Und wenn das Ding hier zusammenfällt, dann ist das so. Gerade bei dem schönen Wetter hat Chris so gar keine Lust. Boah, dann lieber Gartenarbeit. Weiß ich nicht, das ist irgendwie beruhigender, ne? Und zwar mit Töchterchen Chloe. Um die Kleine schon früh ans Gärtnern zu gewöhnen, wird heute nicht nur gespielt. Und die Dreijährige ist schon voll im Thema. Kann man die schon essen? Nein, die ist noch dreckig. Boah! Was ist das denn? Eine große. So große gibt's im Supermarkt aber nicht, ne? In Zeiten von steigenden Preisen ist der eigene Anbau eine Entlastung für die Haushaltskasse. Ja, auf jeden Fall. Steigt ja alles jetzt ein bisschen ins Unermessliche. Und wenn man jetzt hier für lau die eigenen Gemüsesachen und Obst pflücken kann, dann ist das schon was Schönes. Man hört immer von den großen Rückrufen in den Nachrichten von den Konzernen. Hier, was ich im Garten habe, da weiß ich, was ich angepflanzt habe und was ich da reingetan habe. Die eigene Möhre schmeckt noch am besten. Ne? Richtig. Der Garten von Christian und Domenica ist im letzten Jahr der Garten des Jahres geworden. Das heißt, die beiden machen alles richtig und halten sich an die Regeln. Schönster Garten Bottrops. Ist er so? Streber ist jetzt so ein bisschen weit hergeholt. Das ist also wenn einer Streber ist, dann er. Also wenn ich deine Radieschen sehe, so dicke Dinge haben wir nicht. Garten des Jahres. Da wollen Gisela und Klaus erst noch hin. Und dafür werkeln sie täglich mehrere Stunden in ihrem Garten. Denn als die beiden den Garten übernommen haben, waren hier urwaldähnliche Zustände. Heute sieht es aus wie aus dem Ei gepellt. Ich bin sehr ordentlich. Ja? Bei mir muss immer alles geradlinig und ordentlich sein. Rasenkanten in rechtwinkliger Form bestätigen den Ordnungssinn. Wer daran noch zweifelt? Spätestens die Wandgarderobe in der Hütte bringt Klarheit. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Das alles wirkt eher wie ein kleines Einzimmer-Apartment. Das kann jeder gestalten, wie er möchte. Wir sind da halt sehr ordentlich. Wir haben alles abgerissen und alles von Grund auf neu aufgebaut. So ganz sich selbst überlassen ist das natürlich nicht. Sie ahnen schon. Gemäß § 3 Bundeskleingartengesetz darf eine Laube nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet sein. Doch vor diesem Vorwurf sind Gisela und Klaus sicher. Wir haben den noch nicht an der Kanalisation. Nö, das versickert eigentlich so. Also wir machen hier jetzt nicht groß oder so. So langsam neigt sich der Tag dem Ende zu in der Kleingartensiedlung am Beckramsberg in Bottrop. Können wir heute Abend schön Erdbeerquark machen? Wir haben wieder jede Menge Erdbeeren, schöne, rote, dicke. Wunderbar. Da freue ich mich schon drauf. Bier ist immer im Kühlschrank. Es ist die Flüssigkeit, auf die sich der Gärtner freut, wie sein Garten auf das Wasser. Ja. Lecker Bierchen nach der Arbeit schmeckt. Das sieht auch Informatiker Chris so, der sich nicht nur wegen der Bierchen langsam zum Kleingartenspießer entwickelt. Auch der Ordnungssinn hat ihn schon gepackt. Chris, wo ist denn die Nestschaukel? Die ist drin. Warum? Weil ich die nicht in der Sonne draußen lasse, weil die sonst porös wird. Also. Soll ich die holen? Ja, ich würde die schon gerne dran machen. Dafür habe ich die ja geholt. Aus dem coolen Familienvater wird scheinbar nach und nach ein kleiner Spießer. Ja, ich merke das immer und immer wieder. Irgendwann entwickelt man sich dazu, ne? Vielleicht ist das die Antwort auf die Frage, Kult oder Spießertum. Wer sich an Regeln hält und wer sein Eigentum schützen und bewahren will, der ist eben auch schnell ein bisschen spießig. Und doch scheint es Kult zu sein, sich in die Kleingarten-Idylle zu gesellen. Anders gesagt, es scheint Kult zu sein, Spießer zu sein.